Jo Leute, was geht? Heute ist endlich der Tag. Heute ist der 24. Dezember und ihr wisst, was das heißt, Leute. Es gibt mal wieder eine richtig fette XXL-Weihnachtsverlosung, Freunde. Und zwar verlose ich heute Sachen im Wert von 4.500 Euro, Leute. Das ist bisher die größte Verlosung, die ich jemals hatte. Unter anderem Unterstützung von vielen meiner Partner, die mir sehr viele Sachen zur Verfügung gestellt haben. Also deswegen vielen Dank dazu und an euch wird das Ganze dann verlost, Leute. Und in Kombination dazu wird es natürlich, Leute, die Roomtour 2.0 geben. Ich werde euch, Leute, meine Wohnung zeigen, was sich in den letzten Jahren so getan hat. Für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen bereits, Leute, so ungefähr, wie die Wohnung aussieht, weil ich da regelmäßig Stories natürlich daraus poste und was ich dort auch immer neu mache. Aber für die anderen Leute von euch gibt es deswegen die Wohnungstour 2.0. Also Leute, bevor wir also mit der Verlosung starten, wird es erstmal die Wohnungstour geben und Leute, gönnt es euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, Leute. Genießt das Fest mit euren Familien und Freunden. Ich weiß, man kann sich in den Zeiten heute nicht wirklich mit vielen Leuten treffen. Auch wenn ich morgen Geburtstag habe, muss ich auch ein bisschen kürzer treten, Leute, an der Stelle. Aber ich hoffe, Freunde, dass es trotzdem euch eine Freude macht. Und Leute, habt auf jeden Fall Spaß bei dem Video. Leute, lasst bitte ein Like da, wenn es euch gefällt. Und ich mache so Aktionen immer jedes Jahr, weil ich weiß, es kommt bei meiner Community richtig gut an. Und Leute, ganz kurz davor, die Teilnahme mit damit ihr schon mal Bescheid wisst, wie ihr daran teilnehmen könnt. Es ist völlig kostenlos, ihr müsst euch zu nichts anmelden, Leute. Müsst dazu, Leute, auf diesem Kanal ein Abo dalassen und mir ganz wichtig auf Instagram folgen. Ja, Leute, mein Account ist wieder da, mein Instagram-Account, der gestern gehackt worden ist, ist wieder da, Leute. Lasst uns auf jeden Fall mal endlich die 100.000 Abonnenten schaffen, damit mir das nicht normal passiert. Weil wenn ich die 100k nicht schaffe, Freunde, kann ich eventuell auch wieder so gesperrt werden, auf die Art, wie ich gesperrt worden bin. Also, auf YouTube folgen, auf Instagram folgen, Leute, und über den Link in der Beschreibung einfach eure Adressdaten eingeben, damit ich euch die Gewinne zuschicken kann und ihr könnt auch ankreuzen, was ihr von den Sachen gewinnen wollt und was ihr halt nicht gewinnen wollt, Leute. Und wichtig, jeder kann nur eine Sache aus den angekreuzten Sachen aus dem Pool gewinnen. Also Leute, lasst ein Like da, kostenlos abonnieren, auf Instagram folgen und Link in der Beschreibung abchecken und ich würde sagen, wir starten mit der Roomtour. Wichtige Information noch dazu, Freunde, das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 3. Januar um 23.59 Uhr. Da ist quasi Einsendeschluss. Ein, zwei Tage später werde ich dann den Gewinner komplett auslosen und auf Instagram transparent bekannt geben. So, Freunde, alles klar. Wir sind jetzt aus der Perspektive, aus dem ihr mich, Leute, auch aus den normalen Videos sehen könnt. Und wundert euch nicht, warum die Kameraqualität besser ist als die von der Facecam. Ich werde, Leute, zu einer neuen Kamera auf jeden Fall wechseln. So, und Freunde, zeige ich euch erstmal, wie dieser Raum hier allgemein aussieht. Und ja, an sich hat sich hier schon ein bisschen was getan, Freunde. Wundert euch übrigens nicht, es ist noch nicht komplett fertig. So sieht, Leute, meine ganze Gaming-Ecke übrigens aus. Also hier natürlich... ich weiß nicht, ob ich die ganzen Produkte schaffe, irgendwie in die Beschreibung zu setzen, aber Leute, könnt ihr ja selber googeln. Leute, das sind die sogenannten Elgato Keylights. Das sind quasi die ganzen Lichter, mit denen ich hier den ganzen Raum beleuchte oder zumindest das Setting. Und ja, Freunde, das ist natürlich mein alter, treuer Stuhl, Leute. Das ist der Noble Chair. Dazu natürlich, Leute, noch so eine Fußlehne von Noble Chair und die passt einfach perfekt. Ohne die, Leute, ohne Witz, ist es einfach nicht so angenehm, sag ich mal, hier aufzunehmen. Dann, Freunde, haben wir auch noch hier meinen PC. Freunde, ist schon ein älteres Teil, ich glaube schon jetzt über 1,5 Jahre alt, aber bringt es auf jeden Fall immer noch, kann ich regelmäßig upgraden. Die Perspektive feiere ich zum Beispiel, also das ist ein 2-Monitor-Setup mit den Asus-Monitoren, die ROG-Monitore, 27 Zoll oder 24 Zoll Variante, ich weiß es nicht mehr genau. Dann haben wir, Leute, diese Nanoleaf, die erkennt ihr vielleicht noch aus der allerersten Roomtour. Richtig alt, aber bringt es immer noch und ich glaube, wenn ich die Dinger abmache, dann reiße ich die Tapete mit ab. So, okay, und jetzt haben wir auf jeden Fall, Leute, diesen Bereich und natürlich war das hier alles schon vorher schallabgedichtet, aber das Setup stand früher so, also es stand ja früher so, dass das Setup so hierhin gezeigt hat und ich dann quasi aus dieser Perspektive meine Videos aufgenommen habe und ich habe es extra auf das jetzt gewechselt, Leute, damit ich hier allgemein ein bisschen mehr Platz habe und außerdem wird das Setup hier noch komplett fertiggestellt. Das heißt, ich packe hier zum Beispiel noch so Nanoleafs drauf und ich denke noch darüber kommen ein paar Ikea-Regale und allgemein, Leute, ich werde, glaube ich, mir auch eine komplett neue Kommode holen, weil die ist auch schon ein bisschen älter. Dann fragen mich auch einige, was das hier ist, Leute. Das ist nämlich das Laserschwert von Count Dooku und ihr wisst, Leute, ich habe meiner Meinung nach mittlerweile schon viel zu große Sammlung von den Dingern, aber es ist einfach geil, Leute. Vollständig aus Metall. Auch natürlich von Hasbro, wenn ihr eine Chance habt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr das, denke ich, sogar auch auf Amazon noch bekommen. So, und ich würde sagen, Leute, wir checken jetzt mal den Flur ab. Yo, ui, let's go, Alter. Also, Freunde, das ist jetzt hier quasi mein Flur. Im Großen und Ganzen hat sich hier nicht wirklich viel geändert. Übrigens, Leute, wundert euch nicht, warum ich jetzt so ein bisschen leise rede. Es ist halt so, die Wände sind so ein bisschen undicht. Ja, auf jeden Fall ist es gerade 6 Uhr morgens, wo ich das Video hier aufnehme. Also, Leute, im Großen und Ganzen...
ist eigentlich nicht so viel verändert. Ich habe hier ein paar Jackenhalterungen und so. Generell, Leute, diese Ikea-Regale, ne, die habe ich mir komplett neu gekauft. Und in dem Stil will ich auch so zukünftig meine Wohnung halten. Hier befindet sich, Leute, das Bad. Da hat sich auch im Großen und Ganzen gar nichts geändert, Leute. Ich finde, das Bad ist jetzt nicht so optimal, Leute, für mich geeignet, muss ich sagen. Weil ich hätte jetzt lieber ein bisschen moderneres Bad. Und Leute, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in das Wohnzimmer hinein. Und Leute, hier hat sich auf jeden Fall schon mal ordentlich was getan, würde ich sagen. So, und zwar, Freunde, ich mache jetzt einfach mal hier kurz das Licht aus, damit dieser Effekt so ein bisschen nochmal krasser rüberkommt, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, was ich hier mit diesem Zimmer mache. Und zwar, Leute, wollte ich hier so ein richtig, Alter, das sieht voll geil aus in der Kamera, wollte ich hier so ein richtig atmosphärisches Zimmer machen, das vollkommen mit Ambient Light auskommt. Und wie ihr sehen könnt, Leute, vor allem hier, Leute, dieser Fernseher, ich werde euch gleich den Fernseher zeigen. In meiner letzten Roomtour habe ich euch das natürlich nicht gezeigt, weil das war noch gar nicht hier. Das ist nämlich, Leute, die Nano Leaf Panels, die ihr auch hier in meinem Zimmer gesehen habt. Da hinten seht ihr übrigens auch noch ein paar Displays am Start. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass ich Star Wars Fan bin, oder? Merkt man, dass ich vielleicht Star Wars Fan bin? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Merkt man das? Okay, Leute, und übrigens, diese Lichter. Gönnt euch bitte, wie heftig das in der Kombination aussieht mit dem Fernseher, mit diesen Nano Leafs und vor allem mit dieser Linie, Leute. Ich feiere mich, sorry, dass ich das sage, aber ich feiere mich selbst dafür, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, Leute. Weil im Endeffekt, ne, ich setze mich so hin und es ist so unfassbar chillig. Du guckst dir das von hier aus an und du sitzt einfach und du hast einfach wirklich, Leute, ich muss einfach sagen, das ist wirklich ein schöner Ausblick. Die Couch habe ich mit dem... Ja, mit der anderen Couch quasi vertauscht, dass es hier ein bisschen atmosphärischer ist, noch mit dem PlayStation-Licht. Ich finde, Leute, das ist bisher das gelungenste Zimmer von meiner Wohnung. Außerdem, viele von euch haben mich gefragt in den Kommentaren bei der letzten Roomtour, ey, IDZock, wo ist dein Schlafzimmer? Wo schläfst du eigentlich? Leute, es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich penne nicht auf einem Bett oder so. Leute, das ist mein Bett hier. Das Ding von Ikea. Ohne Witz, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt wirklich sagen, was ihr wollt, Leute. Aber das Ding... Ohne Witz, ich penne auf solchen Sachen, seit ich klein bin. Wirklich. Ich bin einfach das nicht so gewohnt, große Betten zu schlafen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt oder so, aber ich mag das, wenn ich mich mit den Beinen irgendwie so an der Wand abstoßen kann oder so. Und ganz ehrlich, ich mache mich nicht breit beim Schlafen. So, okay, Freunde. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch allerdings den weiteren Bereich. Natürlich hier ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Hier dieser Fernseher, Leute. Das ist der sogenannte LG CX 65 Zoll. Und ich muss sagen, das ist mein Traumfernseher. Und zwar aus folgenden Gründen, Leute. Dieser Fernseher hat 120 Hertz, OLED, 4K. Ohne Latenz, die ist so niedrig, Leute. Das ist wirklich... Viele Leute nutzen zum Beispiel die kleine Variante von dem Fernseher, die 40 Zoll oder 45 Zoll Variante, als Monitor, weil das Ding so gut ist. Vor allem, es läuft mit HDMI 2.1. Einfach meiner Meinung nach geiler Sound, geile Bildfrequenz. OLED ist generell geil. Das war halt für mich die Wahl und vor allem, der war noch reduziert und ich habe, glaube ich, insgesamt sogar noch 150 Euro Cashback bekommen von LG. Und hier ist natürlich mein Herzstück, hier natürlich die Kommode. Nein, Spaß, Freunde. Es ist natürlich die PlayStation 5 hier am Start. Dann den Nintendo Switch. Hier noch mein TV-Receiver, Leute. Natürlich, Leute, diese Tische habe ich auch komplett neu geholt. Wie gesagt, ich möchte das alles zukünftig in der Wohnung so halten, in diesem Stil. Nicht, dass die Wohnung dann aber ein bisschen durch die Teppiche und alles hier zu dunkel wirkt. Vielleicht hole ich mir dann hellere Teppiche. Jedenfalls, das wird irgendwann auch noch ausgewechselt. Und was ich auch noch zeigen wollte, Leute. Ich kaufe ja nicht viel Lego oder so, ne? Aber dieses Ding, es ist einfach so geil, weil... Guckt euch das mal an. Leute, das ist ein Level aus Super Mario. Das Ding zu bauen war so anstrengend geil, aber irgendwie, es ist halt mega. Ich zeige euch jetzt mal den letzten Teil der Wohnung und da hat sich eigentlich im Grunde auch nicht viel verändert. Und zwar, Freunde, natürlich der Küche. So, und wie gesagt, Leute, hat sich an sich nicht viel verändert, außer dass ich einen neuen Mülleimer gekauft habe und vielleicht hier so ein paar Sachen und ich habe halt das hier so umgestellt und die Mikrowelle ist jetzt da und, ah ja, ich habe einen Toaster, seit neuestem. Ich habe einen Toaster seit der letzten Roomtour habe ich einen neuen Toaster bekommen. Ja, und im Großen und Ganzen, Leute, ist das eigentlich, Leute, das ist auch polnische Shisha aus Polen. Ja, übrigens,
Leute, nur über 18, ab 18. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt zu unserem Zimmer zurück und dann geht's los mit der Riesenverlosung und ich zeige euch, was für Gewinne es gibt. Okay Leute, ich würde sagen, es ist Zeit, euch die ganzen Gewinne zu zeigen. Insgesamt, Freunde, gibt es nämlich 25 Gewinner, die etwas gewinnen können, Leute. Und ganz wichtige Info dabei, Leute, zusätzlich zu den ganzen Gewinnen habt ihr auch noch extra eine Chance. Wenn ihr eine Kleidergröße angebt, Leute, entweder ein Dürrburger T-Shirt in der Größe eurer Wahl zu gewinnen oder ein Call of Duty Black Ops Cold War T-Shirt zu gewinnen. Wichtig bei der Kleidergröße, es gibt echt nur limitierte Größen. Das heißt, diejenigen, die ganz oben sind in der Liste beim Gewinnen, die werden dann bevorzugt, was die Größe angeht. Und darunter, wenn es halt keine mehr gibt, die kriegen dann die nächstgrößere oder kleinere. Und zusätzlich, Leute, zu allen Leuten, die die PlayStation 4 als Betriebssystem auswählen bei der Verlosung, die haben die Chance, Leute, Final Fantasy 14 online die Complete Edition zu bekommen oder das Starter-Set von Final Fantasy 14 online. So, kommen wir, Freunde, jetzt aber zu den großen Gewinnen. Leute, der Hauptpreis ist nämlich, Leute, von Razer ein Paket. Gerade so passt es unter dem Mikrofonarm. Leute, darunter enthalten ist die Razer Gigantus V2 Medium. Ist ein Mauspad, Leute. Dann eine meiner Lieblingsmäuse, Leute. Und zwar die DeathAdder V2 Pro Wireless. Dann haben wir, Leute, die neuen Kopfhörer. Und zwar die Black Shark V2 Plus USB Soundkarte. Eine Razer Black Widow V3. Wichtig hier zu wissen, das ist das US-Layout. Also nicht mit Quer-Tsui, sondern Quer-Tsui. Oder so. Und Freunde, das Highlight auf jeden Fall ein ganz fettes Mainboard von ASRock und zwar das X570 Tai Chi Razer Edition, Leute. Wirklich krass, vor allem auch mit RGB-Effekten. Ein extrem geiles Mainboard, Leute. So, der zweite Gewinner, Freunde, kriegt ein sehr kleines Paket, aber Freunde, ein sehr wertvolles. Und zwar befindet sich, Leute, das genau in meiner Hand und zwar ist es, Leute, der AMD Ryzen 5600X. Diejenigen, die sich mit AMD-Prozessoren wissen, das ist ein sehr leistungsstärker Prozessor. Das ist quasi der zweite Gewinner. Der dritte Gewinner bekommt dann auch das größte Paket und was da drin ist, es ist heftig. Oh, und zwar, Freunde, von Xbox bekommt er das Ori Starter-Set. Darin enthalten, ich muss das hier aufmachen, das ist zu groß. Da drin, Freunde, befindet sich eine riesige Uni-Plüschfigur, welche extrem flauschig ist. Da drin ist natürlich, Leute, für Xbox One auch das natürlich zugehörige Spiel dabei. Ein T-Shirt ist dabei, noch eine zweite Plüschfigur, ein Xbox-T-Shirt in M, das ist, glaube ich, sogar ein XXL Xbox-Mauspad, noch ein T-Shirt, einen ziemlich süßen Bilderrahmen, Freunde, mit den Charakteren. Und das war's. Dann, Leute, einmal ein Elgato Keylight. Das Ding kostet über 200 Euro, Freunde, und das wird's auch noch zu verlosen geben, aber es ist einfach eine richtig geile Leuchte. Ich benutze sie selber, Leute. Funktioniert mit WLAN. Ihr könnt die Helligkeit anpassen. Ihr könnt die Wärme einstellen. Alles, Leute, über die App, auf dem Desktop oder sogar per Handy. Als nächstes, Freunde, haben wir ein Paket, und zwar von Nintendo. Einmal Hyrule Warriors für die Switch. Dann haben wir, Leute, eine Mini-Konsole, und zwar die sogenannte Game & Watch Color Screen und Mario Kart Live Home Circuit, Leute, ein AR-Spiel mit einem echten Kart, Leute. Luigi's Kart ist dabei und ist ein sehr geiles Spiel für die Switch. Dann habe ich für euch, Leute, Baby Yoda und ihr könnt quasi den auch so ein bisschen anpassen. Ihr könnt quasi auch den Kopf so ein bisschen neigen oder hier die Hände hochmachen, also das gibt's dazu. Und von Hasbro noch das Star Wars The Black Series Boba Fett's Helm. So, dann als nächstes, Freunde. Ihr seht richtig, Leute. Avengers Infinity Handschuh, Leute. Ich glaube, das ist die Iron Man Edition. Weil Farbe ist so. Ein zu krankes Teil. Dieses Teil, Leute, das funktioniert, glaube ich, mit Batterien. Ja, drei Batterien und man kann es komplett steuern. Das ist Wahnsinns Teil. Es gibt auch ein Laserschwert zu verlosen. Ja, richtig, Leute. Und zwar von Asajj Ventress das rote Laserschwert aus The Clone Wars. So, dann, Freunde. Zwei Gewinner, also dieses Zeug habe ich doppelt. Das heißt, zwei Gewinner bekommen zwei Nerf Guns. Also das hier bekommt ein Gewinner und das bekommt dann noch einmal ein Gewinner, Leute. Die Nerf Ultra One und Ultra Dorado. Dann haben wir auch für zwei Gewinner, Leute, vier Nerf Guns. Einmal diese hier. Diese. Und zum Schluss, Leute, die Elite 2.0 Turbine CS Minus 18. Und ebenfalls für zwei Gewinner, Leute, zwei Fortnite Nerf Guns. Und dreimal Monopoly, nur die schlechte Verlierer-Version. Und auch mit einer Figur, wenn ihr Glück habt. Und als letztes, Freunde, fünfmal
Call of Duty, Black Ops, Cold War, zweimal physisch für PS4, zweimal für Xbox One, einmal für PS5 und ich habe gerade auch noch mitgeteilt bekommen, dass es 10 digitale Codes gibt. Das heißt, es gibt nochmal 10 extra Gewinner, Leute. Jetzt landen wir damit bei, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 35 Gewinnern. Insgesamt, Leute, haben die ganzen Sachen einen Warenwert von 4.500 Euro. Doch bevor ich nochmal zu den Teilnehmerbedingungen komme, Freunde, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar ist dieses Video natürlich auch unterstützt von Hasbro. Keine Sorge, keine bezahlte Werbung oder so etwas, sondern Leute, ich arbeite mit Hasbro schon seit mehreren Jahren zusammen und ihr seht, Leute, dass die mir auch immer wieder neue Sachen zuschicken, unter anderem Laserschwerter und viele Dinge, die mir auch sehr gut gefallen. Und ich finde die Spielsachen, die die da produzieren, Leute, die sind einfach Spaß für jung und alt. Und heute ist ganz wichtig, Leute, denn wir sammeln nämlich Spenden für eine Organisation, die Hasbro unterstützt gegen Kindesmisshandlungen, Missbrauch und auch Vernachlässigung. Hasbro unterstützt schon seit mehreren Jahren die Frankfurter Kinderambulanz und die versorgen sie ständig mit neuen Spielsachen und unter anderem auch mit Geldspenden. So kam zum Beispiel auch die Kompletterlöse, Leute, aus den Spielemessen letztes Jahr auch zugute als Spenden für diese Hilfsorganisation. Das Problem ist, wegen Corona wurde das Event gestrichen, das heißt, es fällt ein großes Loch, Leute, was die Kasse angeht. Also es werden weniger Gelder für die Kinder bereitgestellt. Und aus dem Grund, Leute, dachte ich, ist es eine gute Sache, Leute, wenn ich mich da zusammen mit Hasbro zusammensetze und auf jeden Fall einen Aufruf mache. Falls ihr, Freunde, 1 oder 2 Euro irgendwie beiseite habt, es würde mich mega freuen, wenn ihr vielleicht eine kleine Spende für die Organisation, Leute, dazu geben könntet. Link ist dazu übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Ich, Freunde, für meinen Teil werde 2.000 Euro aus meiner eigenen Tasche spenden, weil ich einfach der Meinung bin, ey, es ging mir dieses Jahr noch nie besser. Das war das beste Jahr, das ich jemals hatte und ich dachte, ey, wenn ich es jemandem geben kann, dann gebe ich es bitte auch diesen Kindern, weil die haben es, glaube ich, verdient. Vor allem, wenn sie schwere Zeiten durchmachen und die Krankenkassen es nicht wirklich übernehmen. Und ich weiß, Leute, das Jahr war für uns alle natürlich ein hartes Jahr. Es gibt aber auch welche, denen es vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer geht. Also, Freunde, ihr kommt gerne zu einem Spendenlink in der Beschreibung, wenn ihr vielleicht 1 oder 2 Euro bereit liegt, Leute. Für Weihnachten wäre das eine perfekte Geste, Leute. Und deswegen, wie gesagt, 2000 Euro hau ich bei denen raus, weil ich finde auf jeden Fall, das muss unterstützt werden. Vor allem Hasbro finde ich eine super Sache, die auf jeden Fall machen. Und ja, wenn ihr spenden wollt, Link in der Beschreibung. Leute, falls ihr es vergessen habt, die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel sind auf jeden Fall folgende. Lasst auf diesem Kanal, Leute, ein Abo da. Vergesst nicht gerne zu liken, wenn ihr möchtet. Leute, lasst uns einfach mal 5000 Likes oder so schaffen. Wäre auf jeden Fall der Wahnsinn. Und folgt mir ganz wichtig auf Instagram. Und Leute, ihr müsst auf den Link in der Beschreibung klicken, um einfach eure Kontaktdaten auszuwählen und anzukreuzen, was ihr haben wollt. In welcher Kleidergröße. Wenn ihr PlayStation 4 als Betriebssystem ausgewählt habt, könnt ihr sogar zusätzlich zu einem Gewinn sogar Final Fantasy 14 Online Starter Pack oder die Complete Edition bekommen. Und wenn ihr eine Kleidergröße angebt, habt ihr ebenfalls noch die Chance, zusätzlich zu eurem Gewinn ein T-Shirt zu bekommen. Leute, was bleibt mir anderes zu sagen als danke. Danke für dieses kranke Jahr 2020. Es ist auch ein anderes Jahr, okay. Aber YouTube-technisch war dieses Jahr für mich persönlich das beste Jahr, was ich jemals hatte auf meinem Kanal. Ich hatte noch nie so viele Views auf meinem Kanal. Natürlich habe auch mehr verdient dadurch. Und das bietet mir einfach Möglichkeiten, mir vielleicht echt eine richtig große Zukunft aufzubauen, dass ich mal finanziell unabhängig werde und so. Und das kann ich echt nur euch verdanken. Und ich danke euch, dass ihr meine Videos schaut. Ich danke, dass ihr alle liked, dass ihr alle Videos teilt und dass ihr auch Videos kommentiert. Und das ist einfach, das ist mehr, als ich erwarten kann. Deswegen vielen, vielen Dank, Leute. Ich danke euch für eure Unterstützung. Und ja, lasst gerne auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also wenn ihr nicht abonniert, könnt ihr nicht teilnehmen, Leute. Deswegen lasst ein Abo da. Morgen geht es auf jeden Fall weiter mit einem weiteren GTA 5 Video. Ich habe zwar Geburtstag morgen, aber ich habe ein Video vorproduziert. Deswegen, Leute, seid gespannt. Frohe Weihnachten und wir sehen uns im nächsten Video. Ein Zock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.